Einen wunderschönen guten Tag hier aus Grevenbroich. Unglaublich, das Schicksal führt einen manchmal an sonderbare Orte. Und ein besonderer Mensch ist heute auch mein Gast. Ganz oft sich gewünscht haben, dass viele Zuschauer, dass ich ihn heute treffe. Deutschlands auflagenstärkster Autor, Wolfgang Hohlbein. Ich grüße Sie. Hallo. Ist unglaublich. Über 40 Millionen Bücher haben Sie verkauft. Das ist eine geschätzte, eine hochgerechnete Zahl. Also was irgendwo in Asien verkauft wird oder Russland, kann man natürlich nur schätzen. Aber die Größenordnung stimmt. Sie schreiben im Jahr nicht ein Buch, nicht zwei Bücher, sondern vier Bücher im Durchschnitt? Ja, wenn man den Durchschnitt ausrechnet, irgendein Fan hat das mal gemacht und ist dann auf 5,3 oder sowas gekommen. Das ist natürlich abhängig. In manchen Jahren sind es auch nur zwei, manchmal sind es auch mehrere. Und es gibt Bücher mit 800 Seiten, es gibt auch Kinderbücher mit 35 Seiten. Also die Menge spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Ich erzähle einfach gerne Geschichten. Das ist nicht nur mein Beruf, das ist auch seit 40 Jahren mein Hobby oder eigentlich sogar länger. Und manchmal ist eine Geschichte relativ schnell erzählt und naja gut, dann. Ich habe nun mal das Glück, dass ich schnell schreibe. Ich kann auch nur schnell schreiben. Also ich kann mich nicht hinsetzen und Stunden und Tage und Wochen überarbeiten. Und dann kommt eben eine gewisse Stückzahl zusammen. Und es gibt ja diese wunderschöne Rechnung, die mein Kollege Konsalik mal aufgemacht hat. Also ich stimme nicht in vielen Punkten mit ihm überein, aber in dem hat er recht. Ein bisschen Disziplin gehört nun mal dazu. Und wenn man jeden Tag nur 5 Seiten schreibt und macht das 5 Tage die Woche, dann können Sie sich ausrechnen, dass man eine relativ große Anzahl von Seiten fertig bekommt hintereinander. Und wenn man noch dazu das Pech hat, dass man eben das als Hobby betreibt und sich nicht hinsetzt und sagt, oh, ich muss jetzt heute meine 5 Seiten schreiben oder nächste Woche ist die Stromrechnung fällig, ich brauche das Geld. Sondern wenn man es will und im Gegenteil Spaß dran hat und sich mit einer Frau gesegnet ist, die einen ab und zu mal vom Schreibtisch wegreißt, wenn man was essen muss, dann kommt einfach viel zusammen. Und warum sollte ich weniger schreiben, nur wenn man das nicht tut? Genau, darum ging es mir. Mir geht es jetzt nicht um die Faszination der Zahlen oder der Millionen Bücher. Mir geht es vor allem darum, dass es natürlich Autoren gibt oder Menschen, die literarisch so wichtig sind und sich fühlen, die sagen, das gehört sich nicht, einfach so viel zu produzieren. Und was sich noch weniger gehört, ist, damit auch noch erfolgreich zu sein. Was sagen Sie da? Also das kenne ich natürlich, seit ich Bücher veröffentliche, vor allem viele Bücher. Ich habe das früher überhaupt nicht verstanden und auch heute nicht wirklich. Also dieses, ich weiß nicht, aber es ist natürlich sicherlich auch ein bisschen Neid dabei. Also jetzt nicht Neid auf den finanziellen Erfolg, aber Neid, dass das funktioniert und dass es auch noch so viele Leute gibt, die es offensichtlich gut finden. Aber so wirklich nachvollziehen konnte ich das noch nie. Ich könnte, in Theorie, vielleicht liege ich falsch, ich könnte mir vorstellen, dass es viele gibt, die glauben nur, was mir schwerfällt, was ich im Schweiße meines Angesichtes und wortwörtlich mit meinem Herzblut schreibe, kann gut sein, dass man etwas aus Spaß macht und es noch dazu einigermaßen gut wird, hoffe ich, verstehen vielleicht viele nicht. Aber das ist meine Theorie, vielleicht ist sie völlig falsch. Ich finde, so wie Sie es beschreiben, ist da unheimlich viel Spaß und Freude da. Jetzt vielleicht für die einen oder anderen, die Sie gar nicht kennen. Was ein aktuelles Beispiel, was ich gerade jetzt so beobachte, nehmen Sie mal den Sebastian Vettel, den Rennfahrer. Er wird auch angefeindet mittlerweile, weil er Erfolg hat. Aber wenn man diesen Menschen sieht, ich glaube nicht, dass der in seinem Auto sitzt und sagt, ich muss jetzt unbedingt gewinnen, also um des Gewinnens willen. Man merkt bei jedem Wort, das er spricht, bei jeder Geste, was für einen Spaß ihm das macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Erfolgsgeheimnis, dass ich mir den Spaß erhalten habe. Ich schreibe, so blöde das klingen mag, ich schreibe einfach erstmal für mich, weil ich eine Geschichte, die da ist, ich will sie erzählen, ich bin selber gespannt, wie sie weitergeht. Ich mache mir auch vorher keinerlei Gedanken um Exposé oder sonst was. Und ich habe offensichtlich das Glück, dass diese Faszination überspringt. Sie schreiben für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, Fantasy, Horror. Bleiben wir doch bei dem guten alten deutschen Wort Fantastik. Fantastik. Das trifft es viel besser. Also Fantasy ist auch so abgenutzt. Wie viele Stunden im Durchschnitt arbeiten Sie am Tag, schreiben Sie täglich? Das kann man nicht sagen. Also wenn ich jetzt bei schönem Wetter im Garten sitze und
meiner Frau dabei zugucke, wie sie die Fische füttert, ist das manchmal auch Arbeit, weil ich dann auch wieder Eindrücke aufnehme oder im Hinterkopf arbeite. Wenn ich mit Leuten rede, kann das Arbeit sein. Also rein am Schreibtisch sitze ich 5, 6 Stunden vielleicht, an manchen Tagen auch nur 3 und manchmal auch 12. Da sind wir wieder bei dem, was wir gerade hatten. Wenn ich den Punkt erreicht habe, wo eine Geschichte anfängt, sich selbst zu erzählen sozusagen, wo sie raus will, wo ich merke, ich muss weitermachen, dann können das auch schon mal 12, 13, 14 Stunden werden, weil es mir einfach Spaß macht. Und wenn ich so an einem Punkt bin, wo ich sage, ach nee, also eigentlich muss das Kapitel noch fertig kriegen, der Verlag nörgelt schon, der will es haben, aber eigentlich habe ich keine Lust, versuche ich mich natürlich dazu zu zwingen, aber wenn ich nach einer halben oder nach einer Stunde merke, es geht nicht, dann lasse ich das. Weil das Einzige, was dabei rauskommt, ist schlechte Laune und dass ich die Seiten am nächsten Tag eh wegschmeiße. Wenn ein Mensch ein beträchtliches Teil seines Lebens schöpferisch tätig ist, quasi eine neue, andere Wirklichkeit schafft, gab es Momente, wo Sie gesagt haben, die Wirklichkeiten sind so spannend, dass ich in die der Welt manchmal nicht zurückkehren möchte? Eigentlich nicht, nein. Also ich flüchte natürlich genau in diese Welten. Also ich mache das Gleiche, was ein Leser tut, immer viel, viel intensiver, weil ich in der Zeit, in der ich dann den Stift in der Hand habe, tatsächlich in dieser Welt lebe und auch ganz viel Gefühle und intime Gedanken hineingebe. Anders geht es auch gar nicht. Aber wenn ich das Buch zuklappe und den Stift weglege, bin ich auch wieder zurück. Wie geht's den Lesern? Sie kennen sicher viele Ihrer Leser. Sie haben extrem viele Lesungen schon gehalten. Wie beschreiben die das? Ja, also die im besten Fall genauso, dass sie sich tatsächlich ein bisschen in der Welt verlieren und meine Bücher zum Teil besser kennen als ich. Das ist mir schon mehr als einmal passiert, dass ich mit Lesern gesprochen habe und sie haben mich verbessert, weil ich nämlich was anderes geschrieben habe. Da habe ich natürlich dann sozusagen mein Klassenziel erreicht. Also dann teile ich so ja, meine Traumwelt mit jemandem. Und das freut mich dann auch unglaublich, weil ich dann eben auch spüre, dass es, was ich mir ausdenke, die Realität, in der ich in dem Moment bin, die ist dann so schön oder meinetwegen auch so spannend oder abenteuerlich oder rätselhaft, dass andere die gleiche Faszination empfinden. Und ich finde das immer wieder toll, was selten vorkommt. Also es kommt selten bei mir an. Wenn jemand sagt, also ich habe die und die Geschichte gelesen und habe sie für mich weiterentwickelt. Also ich habe schon erlebt, dass Fans mir so kleine Geschichten geschrieben haben oder geschickt haben, wie es weitergeht, wie es den Helden geht, wenn das Buch zugeklappt ist. Das ist eigentlich das Allerschönste. Das heißt ja wirklich, dass es funktioniert hat und dass sie mehr wissen. Sie, also andere würden das ja als Angriff wahrnehmen. Wie finden Sie das, wenn Sie kompatibel sind, also als eine fantastische Welt zu erschaffen und andere leben Sie weiter und bauen Sie aus? Was ist das für ein Gefühl? Das ist eigentlich genau das, was ich erreichen will. Das ist toll. Also Sie machen es nicht alle so gut und bei manchen würde ich dann auch sagen, lass das mal lieber. Aber das ist ja egal. Wir haben ja verschiedene Geschmäcker und was mir gefällt, muss anderen nicht gefallen und umgekehrt. Aber dass sich eben jemand so da mit identifizieren kann, also kannst du immer wieder sagen, was Besseres kann mir nicht passieren. Es gibt ja Leute, die haben Erfolg, einige Jahre, erreichen einen bestimmten finanziellen Wohlstand oder Reichtum und dann kommt so eine Entspannungsphase, die After-Work-Phase, die sich auf Jahrzehnte dann ausschöpft. Wie kann man weiter bescheiden leben und weiter kontinuierlich schreiben, der Sache treu bleiben? Was die finanzielle Seite angeht, also ich würde mich lächerlich machen, wenn ich sage, dass ich nicht gutes Geld verdiene. Aber im deutschsprachigen Raum mit Büchern reich zu werden, ich glaube, das hat eigentlich noch kaum einer geschafft. Also wir können sehr gut leben, ich muss mir auch keine Sorgen um die Rente machen. Aber in den Club der Millionäre werde ich auch nicht aufgenommen, will ich auch gar nicht. Also Geld hat mich eigentlich nie interessiert. Also ich finde, Geld interessiert mich immer dann, wenn ich keins habe, logisch. Aber ich fahre nach wie vor einen Mittelklassewagen, wir wohnen nach wie vor in einem Reihenhaus. Es ist insofern wichtig, dass ich mir eben keine Sorgen drum machen muss, ob ich die nächste Stromrechnung bezahlen kann oder ob meine Kinder zur Schule gehen können. Wenn ich das erreicht habe, ist alles andere nice to have, aber muss ich nicht haben. Also ich würde mir jetzt, ob ich es mir leisten kann oder nicht, ich würde mir nie einen Ferrari kaufen. Das ist ein schönes Spielzeug und ich würde mich auch gerne mal reinsetzen, meine Runde über Nürburgring drehen, aber muss ich nicht haben.
Und Sie sehen ja auch, ich trage keine Armani, weil ich da auch nichts von halte. Also ich würde mich jetzt auch nicht gerne aus dem Kleidersack vom Roten Kreuz einkleiden. Ich hätte aber kein Problem damit, wenn das so wäre. Also wenn ich den Status oder den Punkt erreicht habe, den ich jetzt schon seit vielen Jahren habe, dass ich das machen kann und so leben kann, wie ich möchte, ohne mir eben Sorgen darüber machen zu müssen, ob ich den Kühlschrank voll kriege, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und der zweite Teil der Frage, also als ich angefangen habe vor mittlerweile gut 30 Jahren, also als ich hauptberuflich angefangen habe zu schreiben, da war so mein Traum, in Gänsefüßchen, so mit 45, 50 setze ich mich zur Ruhe, mache dann nur noch das, was ich will. Als ich 45 wurde, so habe ich gesagt, so mit 55, 60 höre ich auf und mache nur noch, was ich will. Jetzt bin ich gerade 60 geworden, jetzt mache ich nur noch, was ich will. Also ich sehe mich nicht mit 65 auf der Terrasse sitzen und Häkeldeckchen stricken. Also ich habe ja seit, wenn Sie so wollen, seit 30 Jahren bezahlten Urlaub. Das hört sich fantastisch an. Also es ist mehr als ein Sechser im Lotto. Also wie oft das Wort fantastisch jetzt schon erwähnt wurde im Gespräch. Woher kommt die Inspiration, die neuen Ideen? Ich habe gelesen, stimmt das, dass Sie als eines der wichtigsten Inspirationsquellen die Bibel genannt haben? Ja, das wird immer gerne zitiert, das habe ich auch gesagt und das stimmt auch, aber es ist nicht die wichtigste. Es ist, also das Neue Testament, ich weiß, dass es das gibt und mehr weiß ich darüber eigentlich nicht. Aber ich sehe auch gerade das Alte Testament, ich bin auch nicht bibelfest, um Gottes Willen, aber ich sehe das nicht so sehr als das religiöse Buch, als dass die meisten das sehen. Wenn man genau hinschaut, es ist eine Sammlung von wirklich fantastischen, schon wieder das Wort, von wirklich tollen Geschichten, spannenden Geschichten über Menschen. Und wenn man das von dem ganzen religiösen Überbau entkleidet, ist es eine Sammlung historischer Fakten, mehr oder weniger. Und stellt sich ja immer mehr heraus, dass sehr viel davon wirklich wahr ist. Also ich rede jetzt nicht von den Wundern, sondern von den Hintergründen. Und das finde ich ganz toll. Da werden Geschichten erzählt, die so spannend, so aufregend, zum Teil auch so grausam und überraschend sind. Die kann man sich gar nicht besser ausdenken. Würden Sie sagen, dass die Bibel ein fantastisches Horror- oder Science-Fiction-Elemente beinhaltendes Buch ist? Also so in die dänigen Ecke möchte ich jetzt nicht gehen, deswegen streichen wir mal das Wort Science-Fiction. Ich glaube nicht, dass kleine grüne Männchen irgendwie da eine Rolle spielen. Aber alles andere stimmt schon, natürlich. Fantastik bedeutet oder Fantasie bedeutet ja nichts anderes, als dass wir im Geist versuchen, uns etwas vorzustellen oder Erklärungen für Dinge zu finden, die wir nicht erklären können mit unserem momentanen Wissensstand. Und das galt vor 5000 Jahren für die Leute genauso. Und was heißt Horror? Horror heißt ja nur Angst vor dem Unbekannten. Es gibt ja nichts Schlimmeres als das, was wir nicht kennen. Jeder Horrorfilm bricht in dem Moment eigentlich zusammen, wenn man das Monster sieht. Vorher ist es schlimm. Und alles das finden Sie in der Bibel, finden Sie aber auch in jedem anderen. Das finden Sie in der Edda, im Koran weiß ich es jetzt nicht, aber ich denke, das geht alles auf Geschichte zurück und auf Geschichten, die sich die Menschen tausende Jahre lang erzählt haben. Und da sie nicht verstanden haben und nicht erklären konnten, hat man natürlich angefangen, Dinge hineinzugeheimnissen. Ich sehe auch das, was heute so neudeutsch Fantasy genannt wird. Ich mag das Wort übrigens gar nicht, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Das sehe ich eigentlich so als die moderne Fortführung der Märchen, die früher erzählt wurden. Militante Märchenerzähler werden mich jetzt ins Kreuz nageln, weil die haben andere Erklärungen dafür. Aber für mich ist das kein großer Unterschied. Also hätte ich vor 500 Jahren gelebt, wäre ich wahrscheinlich entweder verbrannt worden oder Märchenerzähler geworden. Oder beides. Was schaut so ein Wolfgang Holbein mit seiner Familie einfach mal im Fernsehen? Was finden Sie da spannend? Ganz triviale Dinge. Also mein Lieblingssender, wenn ich nichts anderes finde, ist so Discovery Channel und solche Sachen. Aber ich gestehe es, ich schaue auch ganz normale Unterhaltungssachen. Also ja. Gestern hatten wir so einen Western-Marathon. Ich lief gerade so ein dreiteiliger Film, Hatfields und McCoys. Das ist ja auch... Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist. Es beruht wahrscheinlich auf wahren Begebenheiten, ist aber sicherlich von Hollywood ausgeschmückt. Aber da fand ich auch genauso diese Faszination in eine vermeintlich vertraute Welt. Wir kennen ja so die Welt der amerikanischen Revolution und aus 10.000 Wildwestfilmen. Aber das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dann doch mal zu sehen, es waren nicht alles die tapferen Helden und die Schurken waren gar nicht so alle nur böse, die hatten ihre Gründe. Ich wollte es eigentlich so in drei Teilen schauen, aber ich hatte es aufgenommen und dann wurde es dann nachts um eins und ich habe es mal alle hintereinander reingezogen. Schön.
wenn da jemand draußen ist und sagt, ich will Geschichten schreiben, was muss der mitbringen? Geduld, sehr viel Fantasie natürlich und ein kleines bisschen Disziplin auch. Das gehört dazu. Also wir sind schon oft Kollegen begegnet, die ein paar richtig gute Geschichten geschrieben haben oder auch ein erfolgreiches Buch und das war's dann. Das zweite kommt dann entweder gar nicht oder nach 6 Jahren und ist meistens nicht gut. Also Talent alleine reicht überhaupt nicht. Talent, Geschichten zu erzählen und auch Talent zu schreiben, haben ganz viele Leute. Ich kriege andauernd Geschichten geschickt oder Romananfänge und werde immer grün vor Neid, wie gut die Leute schreiben können. Ich kann auch wieder nur meine subjektive Erklärung abgeben. Ich glaube, es ist natürlich ein Drittel Talent, ein Drittel einfach auch Glück. Sie müssen im richtigen Moment mit dem richtigen Buch zum richtigen Verlag kommen und auch den Zeitgeist treffen. Darauf hat man als Autor überhaupt keinen Einfluss. Und auch ein bisschen Fleiß, also sich hinzusetzen und sagen, so jetzt habe ich ein Buch und stehe möglicherweise auf den Bestsellerlisten und war toll und das war's, habe ich ein paar Mal miterlebt, das geht schief. Wie wichtig ist der Rückhalt des Partners, der Partnerin? Das Wichtigste überhaupt. Also es gibt heute auch in der Familie eigentlich niemanden, der nicht laut erzählt, ja wir haben es ja immer gesagt und wir haben dir immer Mut zugesprochen. In Wahrheit war es wirklich nur meine Frau, die gesagt hat, muss dazu sagen, ich habe meinen Job gehasst, ich bin jeden Morgen mit langen Zähnen hingegangen, die gesagt hat, jetzt reicht's, versuch's und wenn es schief geht, dann geht's schon weiter. Ohne das hätte ich den Mut nicht aufgebracht. Also der Rest der Familie hat mich für völlig schwachsinnig gehalten und bestreitet das zwar heute, aber ohne einen Partner an der Seite wäre es bei mir jedenfalls nicht, hätte es nicht geklappt. Ich meine, so ein Talent, dieses Schreiben ist ja auch eine Beziehung und die Partnerin, gibt es noch nach Jahrzehnten zauberhafte Momente? Wie oft kommen die und wie überraschend sind die? Ja, die kann man jetzt, die könnte ich jetzt nicht so anhand eines Beispiels festmachen. Also es ist auch bei uns nicht so, dass wir uns jetzt mit dem Lorbeerkranz im Haar an den Tisch setzen, Weihrauch anzünden und uns dann Geschichten erzählen. Das fließt mehr so ins Privatleben ein. Es ist mal eine Bemerkung hier oder meistens beim Frühstück oder wenn wir mal irgendwo in einem Café sitzen wie jetzt, dass mal einer eine Bemerkung macht oder meine Frau sagt, ich habe die und die Idee gehabt. Klassischerweise sage ich dann, gefällt mir überhaupt nicht, ist langweilig, sie ist ein bisschen beleidigt und ich fange dann ein paar Tage später an, doch drüber nachzudenken, ob ich will oder nicht. Das war auch bei unserem ersten Buch, bei Märchenmond, ganz genau so und ich habe angefangen, andere Geschichten zu schreiben, wirklich mehr so Horrorgeschichten. Damals nannte sich das noch Gruselgeschichten. Und wir hatten dann irgendwann mal so einen Streit, will ich nicht sagen, aber doch schon eine Diskussion, wo ich mich beschwert habe, dass sie meine Geschichten nicht liest. Und kriegte dann die etwas patzige Antwort, dann schreib doch mal was mich auch interessiert und nicht immer so ein Gespensterkram. Darauf gibt es natürlich nur die Erwiderung, was wäre das denn? Und sie erzählte mir dann die Geschichte Märchenmond und auch den Titel, den ich im ersten Moment völlig doof fand. Die Geschichte fand ich auch nicht so originell. Aber irgendwas muss sie gehabt haben. Ich habe dann die nächsten paar Tage wirklich immer wieder darüber nachgedacht und auch angefangen, sie zu schreiben. Sie ist dann ganz, ganz anders geworden. Aber ich habe ihn, um zurückzukommen, habe ihr das dann nach einer Woche gezeigt und als wir aufgehört haben, uns zu streiten, haben wir dann überlegt, kriegen wir das denn so hin, dass uns beiden gefällt. Also von mir kam dann eher das Abenteuerliche, Spannende und auch ein bisschen Gruselige natürlich. Und von ihr, also ist mehr die Märchentante, von ihr eher das Märchenhafte, das auch etwas im besten Fall Kindliche. Also es sind ja Jugendbücher, die wir zusammenschreiben. Und diese Mischung, das hat sich so ergeben, das war so ein Ping-Pong, das ging auch ganz schnell. Das waren nur einige wenige Wochen, da war das Buch fertig. Hören Sie auf, das immer zu sagen, da rasten Leute aus beim Zuschauen. Dann sollen sie ausrasten. Das ging ein paar Wochen, okay. Also Sebastian Vettel gibt sich auch nicht die Kugel, weil er schneller oder besser einparken kann als seine Nachbarn. Also ja. Es ist eben so, ich kann nichts dafür. Das klingt jetzt vielleicht nach Angabe, aber es soll es gar nicht sein, aber ich kann da nichts dafür. Okay. Also, aber es ging relativ schnell. Das liegt aber eben auch dran, wenn so eine Geschichte wirklich lebt, wenn sie so in einem brennt. Und wir haben uns dann wirklich, ich habe ja eigentlich täglich gezeigt, was ich geschrieben habe und haben dann überlegt, wie könnte es weitergehen oder das gefällt mir nicht oder die und die Idee. Dann kann es auch nicht anders gehen als schnell. Also man kann Ideen auch zerreden. Ich denke, das, was einem so als erstes spontan einfällt, ist in 80% der Fälle auch das Richtige. Details kann man natürlich ändern. Aber ich habe eigentlich in kaum einem meiner oder unserer gemeinsamen Bücher große Dinge geändert.
es passiert dann und wann, dass ich nach 20 Seiten oder maximal nach 30, 40 Seiten sage, nee, alles Quatsch, weg. Und schmeiße es wirklich weg. Aber wenn ich den Punkt erreicht habe, wo eine Geschichte so ein Eigenleben entwickelt, wo ich das wie ein Film im Kopf vor mir sehe und zum Teil Stimmen höre, also nicht, dass ich jetzt Stimmen höre, um Gottes Willen, aber zum Teil die Dialoge höre mit den passenden Stimmen der Figuren, dann wird die Geschichte auch was, dann entwickelt die sich auch. Manchmal wird sie ganz, ganz anders, als ich wollte oder als ich mir vorgestellt habe, aber das ist egal, das sind die besten Storys. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Hohlbein. Ja. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal, falls wir uns wiedersehen, inhaltlich auf das ein oder andere Buch zu sprechen kommen könnten, wenn wir es einrichten. Zum Schluss nenne ich aber noch drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Erster Begriff ist Schreibblockade. Hatte ich gerade. Da muss ich nachhaken. Also das hatte ich eigentlich scherzhaft gesagt. Schreibblockade nicht so, dass ich da sitze und mir fällt nichts ein. Im Gegenteil, das wäre, glaube ich, das kleine Problem. Aber es gab jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht waren die Batterien auch einfach leer nach 30 Jahren. Da habe ich mich dann ganz intensiv mit der spannenden Frage beschäftigt, schreibe ich jetzt in die grüne Kladde oder in die rote und nehme ich den silbernen Stift oder den schwarzen. Das war dann wichtiger als die Geschichte sozusagen. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich mal 3 Monate gar nichts. Und das hat funktioniert, jetzt ging es wieder. Also diese jahrelangen Schreibblock, Gott sei Dank, hatte ich den noch nie. Zweiter Begriff, Ehrgeiz. Also Ehrgeiz insofern, dass ich mich immer selber ein bisschen unter Druck setze. Das nächste Buch muss das Beste werden, was auch nicht immer funktioniert. Aber den Anspruch muss man einfach haben. Ich denke, wenn man anfängt, Geschichten so runterzuschludern, nur damit sie fertig werden, das ist der erste Weg bergab. Der erste Schritt. Dritter Begriff, Reichtum. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Also Reichtum misst sich nicht in Nullen auf dem Bankkonto. Wenn ich so leben kann, wie ich möchte, dann bin ich so reich, wie ich nur sein kann. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Für dieses Gespräch. Danke, Herr Hohlbein. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist ein Coach, Ingo Buckert, der Ausnahmesendung mir das Rauchen abgewöhnen wird. Bis zum nächsten Mal. Darauf muss ich mir einen anstecken. Wunderbar.